Willkommen an den Empfangsgeräten. Ich bin Mongo Zergum von den Frakta und wir prügeln uns weiter durch Mittelerde im Namen Sigmas. Und letzte Runde haben wir die Halle von Dayne erobert und dass wir die Zwerge gar nicht erfreuen. Und das ist mir total scheißegal, denn wir sind hier voll im Eroberungstrip und mir ist das auch egal. Diese ganzen Schwächlingsvölker hier in Mittelerde und dadurch, dass wir auf relativ schwache Schwierigkeit spielen, haben wir auch richtig schön Kohle. Die bringt uns jetzt am Anfang leider nicht so viel, weil wir gar nicht viel rekrutieren können. Aber das ist egal. Da kommen Zwerge, mit denen liegen wir auch im Stress. Aber die lassen wir mal rankommen. So, jetzt sollen wir nach Norden ein bisschen mal was bauen, damit wir die Orks besser sehen. So. Wir können jetzt eh nicht mehr groß marschieren. Wir gucken mal, ob die Zwerge kommen. Ich sehe ja schon, das wird ein glorreicher Sieg für die imperialen Armeen, wenn die ein zweites Imperium errichten. Wobei, das wäre Blasphemie. Wir werden das Imperium hierhin ausdehnen. Eigentlich will ja unsere Schar nur entkommen, wie durch den Dämonentor, aber wir können hier die Menschen doch nicht diesen Mutanten ausliefern und diesen ganzen korrumpierten Völkern. Ach, sogar die Davi sind ja Zwerge sind ja hier auch. Außerdem die Zwerge jetzt auch nicht. Die machen wir jetzt erstmal weg. So. Lass mal hier im Norden noch ein bisschen ausbauen. Schade, dass ich hier nichts ausbauen, ausheben kann. Kommt noch, kommt noch. Ja, jetzt am Anfang nehmen wir jeden mit. Brauchen wir auch jeden. So, nehmen wir noch Bogenschützen dazu. So, die hauen wir jetzt weg. Brauchen hier gar nicht rum zu marschieren, das sind jetzt meine Gebiete. Glory! Wenn die Zwerge, weil das ja alte Verbündete sind, aber garantiert dann ansiedeln in Zwergensiedlungen, die integriert sind in die imperialen Städte mit eigenen Mauern und Wachen. So, geht los. So, hier, wegmachen. Ja. Muster your courage, men! We march into battle! So, bei den Zwergen, Anmerkung des Modders, bei den Zwergen gab es von der, ich weiß nicht mehr genau, ob das halt ein Problem von Third Age war, das dann gefixt wurde später, wenn es dann gefixt wurde, ob das ein Problem von dieser Frog-Submod ist, das weiß ich immer. Also bei den Zwergen gab es auch das ein oder andere Modell, das ein bisschen buggig war und auf den Schlachtkarten dann ganz gerne mal einen Crash induziert hat und müssen wir jetzt mal gucken. So. Na, wo sind sie denn? Haben sich wieder in die Berge verkrochen. Eieieiei. Das sind die Zwerge bei uns daheim in der alten Welt, aber ein bisschen angriffslustiger. Ja gut, vielleicht haben die hier keine Berserker-Zwerge. Hier diese... Na? Was ist der Gottrek nochmal? Dämonen, Demon Slayer. Deutsch. Jetzt hätte ich mal wieder die Romane ausgraben und lese, also wenn ich das schon wieder verdrängt habe, dann ist auch schon wieder spät. Trollslayer. So.
genau. Also die haben ja so Zwerge nicht. Mit ihren lustigen Frisuren und Tätowierungen. Auch schon der so traurig in dem einen Roman, wenn sie den einen anderen alten Trollslayer wieder treffen, den anderen Zwerg, und der dann Nägel sich in den Kopf geschlagen hat und sowas, der sowieso nicht immer der hellste war und danach schon alt und so, und dann war der so furchtbar vergesslich. Und also, ach, das war schon ein bisschen traurig irgendwie. Ich glaube, der hat ja dann auch, glaube ich, endlich sein Ende gefunden. In dem Buch. Das war dieses eine Gemetzel, wo noch diese zwei jungen Trollslayer dabei waren, die den Gottrick die ganze Zeit geärgert haben, weil er als seine Spur nicht erfüllt. Ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Band das war. Ich glaube, bei dieser Zurückeroberung von dieser einen Zwergenfestung. Weiß ich gar nicht mehr genau. Nee, ich glaube, da sind nicht umgekommen. Ist der nicht bei den. War die denn noch dabei, wie es gegen die Zombies sind? Ach, scheiße, ich muss die echt mal wieder lesen. Ist eh nicht gut, wenn Bücher im Regal Staub ansetzen. Aber in letzter Zeit habe ich irgendwie wenig Zeit gehabt, mich mal durch meine Romane zu wälzen. Musst du so viel sperlen? Sperlen, verdammt, sag. Ja, das Modding, das greift einem echt brutal Zeit ab. Ich glaube, deshalb bin ich gerade eben auch so ein bisschen enthusiastisch, was diese Videos angeht, weil ich einfach Erholung brauche vom Modding. Ich mache das jetzt wirklich ein paar Jahre schon und irgendwie, man ermüdet auch irgendwann. Man merkt, das nimmt einem so viel Zeit ab, dass man halt auch irgendwann denkt, so, jetzt muss ich mal wieder was anderes machen. Abgesehen davon ist eh zur Zeit halt ziemlich viele vom Team nicht da und allein der Roman, wobei im Moment wird es gerade schon wieder ein bisschen besser, also ein bisschen an Aventuria wird gerade wieder rumgedoktert, aber wie gesagt, im Moment, ich nehme immer noch meine Auszeit vom Modding. Im Moment reizt mich tatsächlich auch nicht so wirklich an der Colonization Mod weitermachen, da hänge ich zuletzt an diesen zwei Einheiten, wo die Modelle, wo die Texturen und Modelle nicht so richtig eingepasst sind. Und ich kann mich nicht wirklich aufraffen, im Moment mit Nifscope da jetzt dran zu gehen, mich da einzudenken und die endlich zum Laufen zu bringen. Irgendwie, boah. Nee, ich mache hier mal ein bisschen Video-Auszeit, indem ich coole alte Spiele und nette Freeware-Games und Mods und generell so ein bisschen präsentiere, mache. Das finde ich gerade ganz lustig. Es gibt so viele coole Spiele, ich habe so viele Spiele auf der Platte und in den Regalen. Das ist jetzt einfach mal irgendwie befriedigend und erfüllend, da mal ein bisschen zu machen. So, was habt ihr denn für eine Reichweite? Ich bin auf 1648 gewöhnt. Dann machen wir mal Laufschritt. Vorankommen. Der Tag schreitet voran, beziehungsweise in meinem Fall im Moment die Nacht. Ach, ist das nicht niedlich, wenn sie das irgendwie im Chor rufen? Irgendwas schnell wie der Wind? Na also. Na, da kommen sie doch. Naja, eine Runde hätten sie noch schießen können. So schnell laufen die da mit den Bergrunde. Bewachen!
battle is very much in our favor. Victory will be ours. The enemy general abandons his men. Only half the enemy force remains. Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. Ja, ich könnte natürlich mehr gefangen nehmen, aber warum sollte ich das machen? Be awed by the victory we have won here today. Ja. Die Zwerge sind so die einzigen, die in dem Spiel, ja, mit denen ist halt das Imperium auch in der alten Welt verbündet. Aber auf der anderen Seite, die werden es ja gut haben. Wir werden schöne Zwergenviertel bauen in unseren Städten, da können sie wohnen. Da sind sie nicht mehr so bedroht von irgendwelchen bösartigen Viechern und Orks und sowas, da werden sie es gut haben. No. Please, spare us. Our Lord will pay for our return. Yeah. An honorable, glorious victory. Schön. Ja, dass die Beziehungen jetzt dafür nicht besser geworden sind, das ist mir auch klar gewesen. So. Yes, my lord. Du kannst mal hier bleiben. Yes. Your order. Kriegst noch was dazu hier, den da. Yes. Yes, my lord. Und wir gehen mal weiter nach Orks gucken. With honor, making camp here. Na, wir mal runter. Ja, ich weiß wieder nicht, wie lange ich schon spiele. Ich lerne das einfach nicht, glaube ich. Ist aber auch egal. Ist auch egal, wie lange die Videos sind. Der Einzige, der darunter ja leiden muss, das bin ja ich, weil ich muss den Krempel noch rendern und dann hochladen. Und jetzt weiß ich ja, warum die ganzen Profi hier Let's Play-Fuzzis also große Maschinen haben. Weil das kann einem schon echt tierisch auf den Senkel gehen, wie lang das braucht. Jetzt könnten die hier ein bisschen schneller bauen, obwohl aber nicht viel schneller. Wollen wir lieber das, zufällig Imperiale, sind sie maulig, jetzt kommen sie wieder. Nichts mit Zwergen bashen, jetzt müssen wir doch nochmal nach den Zwergen erst ein bisschen. Ja, aber ich habe jetzt gar keine Zeit für euch Zwerge. Oh, Mann. Orders. Ja, wo ist der? My lord. Schicken wir den mal allein vor. By your command. Da sind... Oh. Yes, das schaffen wir. We shall engage. We shall orders. So lange muss der da oben halt irgendwie aushalten. Das geht. We're combining forces. Mutanten! Mutanten! Das ist total gottloses Volk da. Das ist ja
Nee, das geht nicht. Heretiker, Blasphemiker, Mutanten. Ja, die kommen allein zurecht, das geht. Der Chor muss erstmal die nötigen zwergischen Kochones zusammenbringen, um das anzugreifen. In der Zeit schnappen wir uns und dann rücken wir zurück. Sag ich doch, der hat die Eier überhaupt nicht. So. Ja. Wunderbar. Die klopfen sich auch aneinander. Dann schieben wir den mal nach Osten. Hier könnte man Bogenschützen produzieren. Und danach machen wir weiter mit Armbrustschützen, was das geht. Was ist das denn da oben? Ja, das ist egal. So, aber sicherheitshalber sollten wir vielleicht doch absprechen. So. Your orders, my lord. Dran drauf drüber für das Imperium. Mutanten! Danach machen wir den Cut. Die hauen wir weg, dann machen wir den Cut. Das geht. So lange halte ich dir das noch aus. Ihr müsst ja nicht ständig Pipi machen. Könnte ich gleich ein Eis holen. Zwischenzeit beobachte ich auf dem anderen Bildschirm mal so ein bisschen YouTube. Ich glaube, bin ja gerade wieder im Videos hochladen. Ich habe gerade so einen Spaß dran, die ganzen alten Games auszubuddeln, aber das die wieder zum Laufen zu bringen auf einem modernen Rechner. Alter Schlappe. Also für die alten DOS-Games, da geht's noch. Da habe ich ja die DOS-Box, die hilft echt gut. Und für die LucasArts Adventures und auch viele von den anderen Adventures wie hier Simon, ich hoffe, dass man Sorcerer das ausspricht. Ich habe mich um das Wort immer gedrückt im Englischen. Ich habe den immer lieber mit Chichen oder Wizard oder sonst irgendwas gesagt. Die laufen ja alle über dieses Scum-Emulator. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Scum? Ach, keine Ahnung, auf jeden Fall, da gibt es einen Emulator für die. Aber es gibt irgendwie keinen Emulator für alte Windows-Spiele. Und diese komische Kompatibilität Mobilitätskrempels, der funktioniert hin und von ja nicht richtig. So, und jetzt habe ich gerade einen Haufen richtig geiler alter Spiele, aber das sind alles schon Windows-Spiele. Ich kriege die zum Verrecken nicht zu laufen mit meinem System. Ich habe hier Myst ausgebuddelt, Teil 1, die CD. Ich würde das echt so gern mal wieder zocken und das macht nur Fehlermeldung. Das jammelt mir die ganze Zeit vor, das System funktioniert ja nicht und es geht nicht und mi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 . Das ist doch scheiße. Ich kann doch nicht irgendwie diesen uralten Rechner ausbuddeln, vor allem das bringt mir doch auch gar nichts. Erlauben ja dann wiederum die Aufnahmeprogramme nicht drauf. Ich brauche hier echt irgendwann mal so einen erfahrenen Let's Player, der mir da mal ein bisschen Hilfestellung leistet bei sowas. Ah, da hinten ist er. Ja, nicht immer hinten rumdrücken. Schön nach vorne kommen. Jetzt gibt's richtig Haue. Was ist das denn? Die schießen auf mich. Oh, weg. Was haben die denn für Reichweite mit den kleinen Mickertürmchen? Mutanten. Die werden jetzt erstmal befreit und das Licht des Imperiums wird jetzt auf sie scheinen. Gleich. Aber erstmal kriegen sie das imperiale Stahl und imperiales Pulver. Battering ram is in place. It'll not be long before our enemy's defenses fall. Ach, eigentlich können alle vorkommen. Den lassen wir mal hin, den brauchen wir wirklich nicht im Nahkampf. The battering ram has done its work. Lass den Rambock fallen! Weiter! Auf
Rein, 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 rein. Das ist ja ekelhaft. Fallbeschuss mal aufhören. Dann rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Die Wolmestoffe. Uze. Auf, truff. Macht sie nieder. Ich nehme hier noch voll die Packung. Ihr armen Menschen. Ja, ihr habt so lange hier unter der Knechtschaft dieser Bärenmutanten leben müssen. Jetzt sind wir ja da. Jetzt sind wir ja da. Es wird alles gut. Alles gut. Sag auch, so schöne Stahlgepanzerte. Ich nehme mal dafür Sorge, dass wir aufhören, hier Pfeile auf uns zu schießen. Extremst lästig. The battle is very much in our favor. Victory will be ours.